I am the Jochen und das ist der Frühsport für Mittwoch, den 9. November 2022. Schönen guten Morgen. Schauen wir gleich beim Fußball mal vorbei, würde ich sagen, denn da hat sich gestern einiges getan. Die große Zusammenfassung der Ergebnisse und der Tabellen machen wir dann aber jetzt noch nicht. Das machen wir Donnerstag und Freitag, aber wir können ja schon mal ganz kurz ein bisschen drüber schwadronieren, was sich getan hat. Die Bayern deklassieren Werder Bremen 6:1, ziehen in der Liga weiter vorne ihre Kreise. Dortmund verliert in Wolfsburg, das ist natürlich ganz bitter. Und der VfB Stuttgart schafft hinten einen ganz wichtigen Befreiungsschlag in der 8. Minute der Nachspielzeit gegen Hertha BSC mit 2:1. In der zweiten Liga haben wir den SC Paderborn, der verliert gegen Bielefeld. Das ist für Paderborn schlecht, für Bielefeld ist das sehr, sehr gut. Und Hannover 96 gewinnt gegen Düsseldorf und schwingt sich auf zum Verfolger des Top-Trios jetzt, zum Neuen. Dritte Liga haben wir auch, Elversberg gewinnt auch in Bayreuth und verteidigt damit den Platz an der Sonne. Aber wir gucken mal, was heute los ist in diesen Ligen. Und da stellen wir fest, dass wieder gespielt wird in der zweiten Liga um 18:30 mit 4 Partien. Zum Beispiel haben wir dort Greuther Fürth gegen den HSV. Ein ganz interessantes Ding, jetzt sind die Fürther doch in die Gänge gekommen mit neuem Trainer. Und jetzt kommt der HSV, der aufstrebende HSV nach Fürth. Ich finde, das ist sehr, sehr interessantes Ding. Sandhausen gegen Heidenheim, zwei Urgesteine der zweiten Liga der letzten Jahre, muss man sagen. Regensburg gegen Braunschweig und Rostock gegen Nürnberg, das ist so das Krisenduell der Liga. Rostock jetzt mit Trainerwechsel, Nürnberg ganz tief abgerutscht auch auf die Abstiegsränge. Mal schauen, was da Schönes bei rauskommt. 18:30 auf jeden Fall eine interessante Konferenz, denke ich mal, die da stattfindet. Auf Sky Bundesliga natürlich das Ganze zu sehen. Dann gibt es die dritte Liga um 19 Uhr auf Magenta. Auch da Einzelspiele oder Konferenz, nämlich Saarbrücken-Oldenburg, Essen-Meppen, Freiburgs Zweite gegen 60. Osnabrück gegen Verl und Waldhof Mannheim gegen Zwickau. In der Bundesliga wird gespielt um 18:30 live auf Sky Bundesliga Köln gegen Leverkusen, das Rhein-Duell. Und dann haben wir um 20:30 einen Viererpack auf Sky Bundesliga mit Union Berlin gegen Augsburg, der ehemalige Tabellenführer Union Berlin also. Die Freiburger spielen bei RB Leipzig, das ist ein Knaller natürlich. Schalke gegen Mainz, Schalke 04 gegen Mainz 05, bitte nicht verwechseln an der Stelle. Und Frankfurt empfängt Hoffenheim, das um 20:30 alles und auch hier gilt Einzelspiele oder Konferenz auf Sky Bundesliga. Also ein vergnüglicher Fußballabend möchte man meinen, aber der wird noch vergnüglicher, wenn man ins Ausland guckt, denn da gibt es auch manch interessante Partie. Zum Beispiel in England wird Pokal gespielt, der Ligapokal mit dem 16. Finale. Da hat Leicester City gestern zum Beispiel gegen Newport gewonnen. Da waren sie aber auch favorisiert, muss man fairerweise sagen. Heute geht es weiter mit dem absoluten Knaller um 21 Uhr. Manchester City gegen Chelsea. Und einer von den beiden wird hier im Ligapokal schon ausscheiden. The Zone zeigt es live. Außerdem auf The Zone unter anderem um 21 Uhr Liverpool gegen Derby County. Oder aber auch, was haben wir noch? Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur um 8:45. Also da könnt ihr euch pokalmäßig austoben bei The Zone. In Italien wird Liga gespielt. Gab es gestern auch schon ein paar Spiele. Dabei hat Napoli wieder gewonnen gegen Empoli. Milan spielt nur 0:0 bei Cremonese und damit geht Napoli jetzt richtig vorne weg. Also die werden die Winterpause mit einem ordentlichen Polster vorne verbringen. Heute noch ein paar andere Teams am Start, die Rang und Namen haben. Zum Beispiel um 18:30 AS Roma bei Sassuolo oder auch Atalanta Bergamo in Lecce. Und dann um 20:45 unter anderem Inter Mailand gegen Bologna. In Spanien hat es der FC Barcelona geschafft, seine Tabellenführung zu verteidigen. Gewinnt doch noch mit 2:1 in Osasuna, nachdem sie noch 0:1 hinten lagen lange Zeit, drehen das Ding aber noch und heute muss jetzt die Konkurrenz ran und zeigen, dass sie da auch irgendwie es schafft, dran zu bleiben. Beispielsweise um 21:30 Atletico Madrid bei Mallorca, wobei die ja schon immer Rückstand haben. Die einzige echte Konkurrenz ist eigentlich Real, muss man fairerweise so sagen. 19 Uhr dann noch der FC Sevilla gegen Real Sociedad. Auch das hat durchaus natürlich einen Reiz, wer das gucken möchte, auch das auf der Zone. Und dann sei mir noch der Hinweis erlaubt, dass die Unofficial Football World Club Championship wieder gewechselt ist, und zwar in Ungarn. Das, wie gesagt, das wird für immer in Ungarn festhängen. Jetzt hat Kiswarda FC, die den ja eine Weile hatten, verloren heute 0:3 oder gestern war es ja gegen Sala Egerscheck und die sind jetzt der neue Titelträger. Das Ding geht nie wieder da raus, ich sag's euch. Gut. Haben wir noch Tennis, Billie Jean King Cup, Finalwoche, da hatten Australien und Kasachstan jetzt gestern den ersten Sieg eingefahren. Heute gibt es weitere Spiele über den ganzen Tag verteilt. Wer die gucken möchte, ist bei Tennis Channel gut aufgehoben. 11 Uhr geht's los, Belgien, Slowakei und Schweiz, Italien. Und dann um 17 Uhr Spanien, Kasachstan und USA gegen Polen. Dann gehen die
Next Generation Finals weiter bei den Herren. Die jungen Spieler sind dort am Start. Da gab es zum Auftakt Siege für Nakashima, für Lehetschka, Musetti und Stricker. Jo, erledigt. Das war's Tennis. So, dann was, das gibt's auf Tennis TV, glaube ich, übrigens zu sehen, auch gegen Bezahlung. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, nämlich Handball-Europameisterschaft. Da gibt's heute den letzten Vorrundenspieler fürs deutsche Team. Und die Damen stehen, so zwischen Tür und Angel, würde ich sagen. Es geht gegen Spanien im letzten Spiel. Für beide geht's hier schon richtig um die Wurst. Wenn Deutschland gewinnt oder unentschieden spielt, ist es auf jeden Fall genug, um in die Hauptrunde einzuziehen. Das ist klar, in diesem Falle wäre Spanien letzter, die Punkte würden sowieso nicht mitgenommen, dann ist egal. Kannst du gewinnen oder unentschieden, ist egal. Wenn Deutschland verliert gegen Spanien, dann wird es tricky, denn dann gibt es gegebenenfalls, dann kommt es auf andere Spiel an. Wenn Polen gegen Montenegro vorher gewinnt und Deutschland verliert, dann ist Deutschland raus. Dann fahren wir nach Hause und Spanien geht in die Hauptrunde, dann ist das Ding schon beendet. Wenn allerdings Polen auch verliert, dann gibt es ein Dreierduell um, ja, dann zählt der direkte Vergleich. Jetzt gucke ich mal, Deutschland gegen Polen mit 2 gewonnen, Polen gegen Spanien mit 1. Das heißt, wenn Spanien gegen Deutschland knapp gewinnt mit 1, dann geht Polen raus. Und wenn wir deutlicher verlieren, dann sind wir raus. Glaube ich. Am besten gewinnen oder unentschieden spielen. 20:30 auf Sportdeutschland TV kann man es gucken. Und wer Lust hat, guckt um 8 Uhr vorher schon Polen gegen Montenegro und drückt dort den Montenegrinern die Daumen. Glaube ich. Am besten. Ja. Tennis nochmal. Ich habe es vergessen zu erwähnen. Wir haben ja Sieger in den WTA-Finals. Die sollten wir feiern. Und zwar im Doppel gab es den Sieg nicht für Krejcikova Siniaková, denn die haben in 3 Sätzen den Match-Tiebreak verloren gegen Kudermetova Mertens. Glückwunsch. Und bei den Damen, da gab es ja das Finale Sabalenka gegen Garcia. Beide haben im Halbfinale die Spielerinnen rausgeschmissen, nämlich Swiatek und Sakkari, die in der Vorrunde alle Spiele gewonnen hatten. Unter anderem auch über Kreuz gegen die jeweils andere Finalistin. Und jetzt haben sie sich getroffen und Caro Garcia hat das Ding in 2 Sätzen nach Hause geholt. Also Sieg und neuer Champion bei der WTA Finals, Caroline Garcia. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. So, Tennis also dann auch erledigt. Dann schauen wir nochmal aufs Eishockey. Da gab es eine DEL gestern, Red Bull Münchens Sieg bei den Kölner Haien. Das ist gut für die Tabellenführung vorne für München. Heute gibt es kein Eishockey. Feldhockey gibt es aber noch. Nee, das ist auch schon durch, bis ihr das Video seht. In der Nacht wurde noch gespielt. Gestern Nacht haben die deutschen Frauen gegen Belgien übrigens gewonnen über Penalties. Und die Männer haben verloren gegen Belgien. Das ist so ein Turnier in Argentinien. Ne? Da spielen die belgischen und die argentinischen, die deutschen Teams irgendwie so über Kreuz alle Kombinationen aus. Jetzt spielt gerade Argentinien Frauen gegen Deutschland Frauen wieder. Ergebnis habe ich noch keins, aber reiche ich dann morgen nochmal nach. Wer das gucken will, die Nacht über auf der Zone. Aber wenn ihr das Video seht, ist schon vorbei. Weil es in der Nacht gewesen von Dienstag auf Mittwoch. Sorry for that. Habe ich gestern, glaube ich, hoffentlich angesagt. Weiß ich nicht. So. Diesen kleinen Scheiß habe ich noch. THW Kiel gewinnt bei Hamm Westfalen in der Handball-Bundesliga. Also endlich wieder ein Sieg auch für die Kieler. Heute gibt es 2 Spiele in der Handball-Bundesliga. Um 18:30 Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Top-Spiel. Und um 20:30 Göppingen gegen Melsungen. Beides live auf Sky Sport Mix. Und die Europameisterschaft hatten wir ja schon durch. So, und dann habe ich noch zu vermelden, dass in der NFL ein Spiel noch gab am Monday Night. Da haben die Baltimore Ravens gegen die Saints gewonnen aus New Orleans. In der Champions League Volleyball ist Berlin mit einem Sieg gestartet, ebenso wie Düsseldorf in der Champions League Tischtennis. Gibt inzwischen überall Champions Leagues. Und dann habe ich für heute doch noch einen Tipp, dachte ich. Nee, habe ich gar nicht. Doch, habe ich hier. Volleyball ist es doch. Volleyball und zwar Frauenbundesliga auf Sport 1 im Free TV. Da gibt es heute um 20 Uhr die Paarung Suhl gegen Wiesbaden. Wer Lust hat auf Live-Volleyball, ist heute um 20 Uhr im Free TV dabei. Wenn einer sagt, Fußball kann mir gestohlen bleiben, ich will lieber Volleyball sehen. Herzliche Einladung dazu. Das war's für heute. Morgen sehen wir uns wieder. Dann mit, was haben wir morgen? Donnerstag. Dann fassen wir schon mal den Bundesligaspieltag zusammen und die Tabelle vor dem dann wieder folgenden Wochenende und alles, was noch so hinten runterfällt. Schönen Tag und bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.